Es geht in den nächsten Dungeon. Und es ist wieder das Kloster. Nicht so spannend. Aber dann haben wir jetzt wenigstens Zeit, dass ich euch noch ein bisschen was von meinem Rollenspielzeug erzählen kann. Und der ist auch nicht so lang, der Dungeon. Der ist schnell vorbei. Maximal eine Viertelstunde würde ich tippen. Es sei denn, die Leute kommen nicht aus dem Knick hier. So Leute, ihr müsst schon hier die Leichenhaufen wegmachen. So. Ja, wie gesagt, wir hatten dann diese Gilde. Moment mal kurz. Dann muss ich jetzt aber doch mal die Cam noch ein bisschen anpassen, weil ihr seht mich doch gar nicht mehr. Das geht nicht. So. Hallo, da bin ich wieder. Und das Coole war halt, dass wir ja diese Drachenaspekte sozusagen in den Untergruppen repräsentiert haben, so als Konzil, sag ich mal. Und was hatten die denn jetzt vor? Wollten die skippen? Und dann hatten die Leute halt sich dann noch so Uniformen geholt. Also der rote Drachenschwarm, dann rot, also rote Rüstung und da gab es übrigens Transmogrifikation noch nicht. Da musste man sich das Zeug halt wirklich auch anziehen. Aber das war beim Roleplay ja nicht schlimm, weil man musste ja selten wirklich aktiv kämpfen. Und dann waren wir halt immer im Wurmbruttempel unterwegs, in der Drachenöde. In Nordend. Und haben da dann immer getagt und haben hier meine untote Magierin war dann die Anführerin von der Gilde und hat dann irgendwie, war dann so ein übergeordneter Berater von allen und Koordinator. Und dann hatte ich mir halt voll die komplexe Story ausgedacht für die. So einen mega langen Roman irgendwie, wie ihr Werdegang war, weil sie ja vorher Mensch war und wie sie dann gestorben ist und wie sie wiederbelebt wurde und der ganze Wahnsinn irgendwie. Hatte ich mir dann diese Story ausgedacht und das habe ich halt generell extrem gern gemacht bei so Rollenspielcharakteren, dass ich mir da irgendwie so eine Hintergrundgeschichte nach und nach aufgebaut habe. Und dann gab es halt so ein, das gibt es auch immer noch, glaube ich, so einen Add-on, also so eine Mod, die man installieren konnte, die dann, wo man so ein RP-Flag bekommen hat. Also konnte man dann über einen Charakter gehen und konnte dann Hintergrundinfos lesen, wie der Charakter aussieht und wie er redet und so weiter. Also das, was man von außen wahrnimmt sozusagen. Haben leider nicht alle so gemacht. Ich finde halt immer, beim RP geht es halt darum, dass man im Prinzip den Charakter einschätzen lernt über das, was man sieht und hört. Und viele schreiben dann halt ihre ganze Hintergrundgeschichte da in diesen Flag rein, die man ja eigentlich erst im Roleplayer fragen soll. Also was soll man denn dann sonst noch reden, denke ich mir so. Aber manche, die mögen es halt dann direkt ihre Biografie da rein zu veröffentlichen. Ihre Autobiografie. Und sehen sich dann da als die dicken Promis. Und auf Horde-Seite wurden halt dann immer am liebsten die Blutelfen gespielt und dann so verschiedene Adelshäuser und weiß ich nicht was alles. Und ja, das war immer sehr niedlich alles. Diesmal hat das besser geklappt mit den Gruppen. Wir haben auch deutlich mehr Schaden dabei. Ja, und das war sehr lustig tatsächlich. Und ich hatte dann meine Untote, die war dann, hatte dann so einen Netherdrachen als Mount und gleichzeitig als Begleiter sozusagen und hatte dann auch lila Haare und wurde, glaube ich, meine Story war, glaube ich, dass sie irgendwie in diesen wirbelnden Nether reingezogen wurde und dadurch irgendwie verderbt wurde und mit dem Drachen zusammen dann da wieder rausgekommen ist. Und das war total crazy alles, was ich mir da ausgedacht hatte. Und das war unsere kleine Gilde. Und ich hatte dann damals, das muss im Jahr 2006 gewesen sein, nee, 2007 oder so gewesen sein, oder 8. Da hatte ich dann auch meine erste Webseite gebaut für diese Gilde. Mit so einem Banner oben und so, aber da ist halt nicht so viel draus geworden. Weil ich dann irgendwann doch wieder anderes zu tun hatte und die Gilde dann so ein bisschen ausgestorben ist. Ich werde euch brechen. Aber es war sehr, sehr interessant. Man hat viele interessante Leute kennengelernt. Manche haben sich dann auch leider relativ schnell wieder zerstritten.
hütet euch. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Manchmal fragt man sich, wie Leute sich übers Roleplay zerstreiten können, aber gut. Ein Stück Eisen. Manche Menschen schaffen das irgendwie. Und danach habe ich dann irgendwann nochmal in einer anderen ziemlich gut organisierten Roleplay-Gilde gespielt. Nur um hier zu sterben. Da war ich dann Steppenwind. Ich werde euch mit einem raschen Tod ehren. Steppenwind war eine Taurin, die immer so eine Händlerin war, die halt mit Frischfleisch und tierischen Waren gehandelt hat, die sie halt durch die Jagd im Brachland erhalten hat und dann immer von Stadt zu Stadt gezogen ist und ihre Waren feil geboten hat. Und Steppenwind war so eine, das war so cool, ne? Man konnte sich dann in dem Forum bewerben, also in Character natürlich. Und ich habe mich dann mit Steppenwind beworben und habe dann, aber sie konnte halt nicht schreiben. Sie konnte nicht schreiben und sie konnte auch nicht gut lesen, weil das hat sie halt nie gelernt da in der Steppe. Also sie ist halt einfach nur irgendeine Jägerin. Eine einsame, lonesome Wolf und so. Und, Meine Legende beginnt jetzt! Ja, und da habe ich das so gemacht, dass sie das dann sozusagen, ich beschrieben habe, wie dieser Zettel aussah. Halt total gekrakelt und gekritzelt und vieles auch dann mit Bildern beschrieben. Und, also, dass sie dann sozusagen eine Bewerbung abgegeben hat von jemandem, der nicht schreiben konnte. Also, dass sie dann diese Bewerbung abgegeben hat, wie jemand eine Bewerbung schreiben würde, der nicht schreiben kann. Und das fand ich total cool. Und da wurde ich dann natürlich auch aufgenommen für diese doch eher unkonventionelle Idee. Steht auf, mein Held. Dann habe ich mir halt noch einen anderen Charakter ausgedacht, der ihr dann dabei geholfen hat, diese Bewerbung zu schreiben. Und das hat so viel Spaß gemacht irgendwie. Ich war dann irgendwie total inspiriert durch dieses Universum, was man da als Vorlage hat, und habe dann sogar irgendwann in der Schulzeit noch, als ich in der Schule saß, in irgendein Buch in klitzekleiner Schrift irgendwelche Geschichten reingeschrieben, die im Warcraft-Universum gespielt haben, mit meinen Roleplay-Charakteren dann. Und das war eine schöne Zeit damals. Das war sehr cool. Da habe ich mich sehr fast schon ein bisschen wie so ein Schriftsteller gefühlt, der halt sich irgendwelche Charaktere ausgedacht hat. Und ich habe halt dann auch sehr oft neue Rollenspielcharaktere angefangen, weil ich dann einfach mal was Neues austesten wollte. Hab dann auch auf Allianz-Seite ein, zweimal was gespielt. Das war einmal ein Draenei. Und eine Nachtelfe habe ich auch gespielt. Die war dann Druidin und das war so süß, weil meine Nachtelf-Druidin, die hatte halt, also die hat sich halt immer in eine Katze verwandelt, hatte aber eine Katzenhaarallergie und musste dann immer niesen, wenn sie in Katzengestalt war. Und das hat dann zu sehr lustigen Situationen geführt, weil sie halt immer, wenn sie in Katzengestalt war, am Niesen war und dann alle immer gefragt haben, oder immer wenn eine andere Katze in der Nähe war oder eine andere Katzengestalt, eine Druidenkatzengestalt in der Nähe war, musste sie halt immer niesen, und das war sehr, sehr witzig. Ich hatte wirklich verrückte Ansätze. Und dann irgendwann hat sich das Ganze halt verlaufen, dann habe ich halt nicht mehr auf dem Rollenspiel-Server gespielt, sondern auf einem normalen Server, und dann habe ich auch irgendwann angefangen ernsthaft zu raiden und habe das Spiel ein bisschen intensiver von der Spielmechanik ein bisschen intensiver kennengelernt. Aber die Aldor hat für mich sehr schöne Erinnerungen immer noch. Und ich habe schon mal überlegt, wie geil es eigentlich wäre, mal so ein kleines Special zu machen, wo man halt so ein Roleplay, so ein kleines Roleplay-LP macht, wo man halt so ein paar Folgen im Roleplay-Let's Playt. Nur das muss halt sehr, sehr schwierig sein, weil man muss ja gleichzeitig schreiben in den Chat und das Ganze dann auch noch im LP kommentieren. Und dann verwechselt man auch immer noch RP und LP und ja, das ist... Aber stelle ich mir sehr lustig vor. Habe ich halt schon ein paar Mal überlegt, ob man sowas vielleicht machen könnte. Wir sind jetzt immer noch leider nur Level 33. Ich sag ja, das lohnt sich dann nicht mehr so sehr, wenn man die Quests schon einmal gemacht hat. Ich würde sagen, wir... Ja, es wird zu knapp, es wird zu knapp. Ich glaube, wir können keinen Dungeon mehr anfangen, weil um 7 geht nämlich der Stream los und es ist schon 18.38 Uhr. Aber ich muss noch 10 Minuten... 10 Minuten würde ich gerne noch mit euch spielen. Was machen wir in der Zeit? Ich könnte euch noch ein bisschen Orgrimmar zeigen. Ich zeige euch noch ein bisschen Orgrimmar. Was haben wir denn hier noch? So.
Genau. Ich zeige euch mal hier oben noch die ganzen Portale und so. Das ist nämlich ganz interessant. Also ich habe ja schon mal erzählt, wir haben hier hinten das Tal der Ehre. Da gibt es auch noch ein Auktionshaus und noch eine Bank und da sind auch die ganzen Schmiede ansässig, wo man dann Schmiedekunst betreiben kann. Dann haben wir hier oben das Plateau, wo der Flugmeister ist und dahinter ist halt noch ein Plateau und das wollte ich euch kurz zeigen. Das ist nämlich ganz lustig. Oh, und im Tal der Geister waren wir auch noch nicht. Das zeige ich euch gleich auch noch schnell. Ich persönlich finde Orgrimmar ja sehr viel gemütlicher als Sturmwind. Weil... Also inzwischen ist es nicht mehr ganz so gemütlich. Früher war es halt mal richtig, richtig gemütlich, Orgrimmar. Aber jetzt, wo das halt so kriegsversehrt ist und so, ist es nicht mehr ganz so cool. Ich finde es halt einfach gemütlicher, alleine schon wegen der Farbgebung und weil es halt alles so ein bisschen provisorischer ist. Und ich meine, klar, Sturmwind ist eine beeindruckende und tolle mittelalterliche Stadt, aber irgendwie ist das nicht so gechillt. Ich weiß nicht, es ist einfach mein persönliches Gefühl. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich mich einfach in Orgrimmar sehr viel mehr zu Hause fühle. So, Tol Barad ist übrigens ein Gebiet für Level 85, wo man was 80, ich weiß gar nicht mehr, wo man halt Ruf farmen konnte und sich dann irgendwelche Reittiere und Mounts kaufen konnte. Das ist nicht so interessant. Und das hier, find's lustig, dass die Portale da sind. Die waren sonst immer erst da, wenn man die freigequestet hatte. Vielleicht haben sie das jetzt rausgenommen. Und diese Portale hier führen halt alle in die Kataklysm Levelgebiete. Da haben wir einmal Tol... Oh Gott, wie heißt es denn? Uldum? Uldum? Uldum ist... hier unten irgendwo. Da! Das ist ein tolles Wüstengebiet mit lustigen Pharaonen und interessanten Pyramiden und sowas. Und das ist alles halt so in dem Stil mit Oasen und Wüstenstädten. Dann haben wir das Schattenhochland. Das Schattenhochland ist in östlichen Königreichen und zwar das Ding hier. Das sind halt alles Gebiete, die sie nachträglich hinzugefügt haben, tatsächlich. Aber das Schattenhochland ist mit dem Drachenmal-Clan, also dass man da gegen den Drachenmal-Clan vorgeht und ja, das ist ganz cool eigentlich. Da gibt es auch eine schöne Arena. Dann haben wir, oh ja, Vashir ist ein Unterwassergebiet, was sehr interessant ist, was man dann auch, Moment, wo man dann auch mit dem Schiff hinfährt und dann erstmal von einem Kraken angegriffen wird und so und dann untergeht. Das ist ganz cool. Da geht es halt hauptsächlich um versunkene Nachtelfen, Ruinen und die Naga. Dann haben wir Tiefenheim. Das ist der sozusagen der Realm, das Herrschaftsgebiet von Terrasane, einer der vier Elementarlords. Das ist, wenn wir hier in den Mahlstrom reingehen, ist das hier ein Gebiet sozusagen unter dem Meer, unter Orgrimmar, unter Azeroth. Und ja, unter Orgrimmar ist es auch interessant, da kam man nämlich immer über einen Glitch hin. So, und dann haben wir noch Hyjal. Der Berg Hyjal ist sehr geschichtsträchtig, den hat man auch schon in Warcraft 3 kennengelernt und der war halt in WoW lange Zeit nicht betretbar, außer über die Höhlen der Zeit in Burning Crusade, wo man dann eben zurückgereist ist zum Berg Hyjal in der Zeit und den Angriff von Archimond auf den Weltenbaum durchgeführt hat. Quatsch, nicht durchgeführt hat, sondern mitgeholfen hat, den zu vereiteln. So rum. Und ja, dann haben wir noch, genau, das ist dann jetzt ein freies Levelgebiet seit Kataklysm, wo man dann eben auch hingehen kann und ein bisschen mit Druiden und irgendwelchen Göttern und so reden kann. Und es ist eigentlich ganz interessant, wenn einen das Thema interessiert. Und das war es auch schon. Also das sind die 5 Levelgebiete von Kataklysmen, die man von Level 80 bis 85 dann bereist hat.
Und dann haben wir hier noch eine Trophäe für den Server, dass Todesschwinge getötet wurde. Das ist eine... Oh Gott, ist das ein Kiefer oder ist das eine Schuppe oder ist das... Ich weiß leider nicht genau, was es ist, was hier hängt. Vielleicht können wir den ja fragen. Seid gegrüßt. Ich kann euch die Nachwirkungen von Todesschwinges Vernichtung im Mahlstrom zeigen, wenn ihr das wünscht. Wollen wir das? Ich weiß nicht, was dann passiert. Es kommt eine Sequenz. Okay. Achso, das ist die Endsequenz, nachdem man Todesschwinge getötet hat. Die zeige ich euch jetzt allerdings nicht, weil das ist irgendwie ein bisschen Overkill gerade. Naja, und diese Trophäe steht jetzt hier seit des ersten Kills von Todesschwinge auf dem Server. Ja. Was haben wir noch? Genau, das Tal der Geister ist sozusagen in Orgrimmar so ein bisschen das Druidengebiet. Also da sind die Druiden unterwegs und die Schamanen und so. Und das ist auch ganz interessant, weil wir hier auch so ein bisschen die Tauren vertreten sehen und auch die Trolle. Ist hier alles sehr idyllisch, wie ihr seht. Das ist das Tal... Ach, das ist das Tal der Weisheit. Das ist gar nicht das Tal der Geister. Ich habe Blödsinn erzählt. Das Tal der Geister kommen wir hier rüber. Das sind halt leider Orte in Orgrimmar, die man nicht so häufig besucht, weil hier halt nicht so viel los ist. Meistens ist man ja doch eher am Auktionshaus zugange oder irgendwie an der Bank. Genau, dann wollen wir mal hier durch. Und hier sind dann die Trolle unterwegs. Die haben sich hier so ihre typischen Baumhäuser gebaut. Schick, wa? Hier sind auch überall so Braufest-Schmückungen angebracht. Ja, und hier kann man dann eben auch mit diversen Lehrern reden, aber die gibt es halt auch mehrfach in Orgrimmar. Also Priesterlehrer. Ein Priesterlehrer gibt es, glaube ich, zum Beispiel auch vorne im Thronsaal. Und hier sind die Goblins. Und hier waren wir auch schon mal, glaube ich, für Erste Hilfe. Die haben so süße Musik. Ja, und dann sind wir auch schon rum. Also man kann im Prinzip hier einmal rum. Dann ist man auch schon wieder im vorderen Bereich unterwegs. Und das war es eigentlich auch schon mit Orgrimmar im Prinzip. Also so riesig ist die Stadt nicht. Aber ich mag sie trotzdem. Schade, dass hier alles so kriegerisch jetzt ist. Früher waren die Häuser halt alle noch so ein bisschen gemütlicher. Jetzt ist alles voller Stacheln und Metall. Naja. Ihr Lieben, ach, wie sieht denn das eigentlich aus? Steht hier jetzt noch Vol'jin oder ist das die gute... Es ist hoch für Sauerfang. Okay, interessant. Weil im Moment ist ja Sylvanas die Anführerin tatsächlich. Und nicht mehr Vol'jin, der hat ja abgedankt. Deswegen wundert es mich fast ein bisschen, dass der Hochfürst hier steht. Feinde im Untergrund, na gut. Interessant. Na gut, Leute, somit haben wir uns jetzt noch ein paar Minuten beschäftigt und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich überlege mir noch, was wir dann machen werden. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die letzten Folgen wieder ein bisschen gefallen haben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!